Das war ein Anpfiff. Gas geben! Thank you.
gut. Gut so. I'm
Hey! 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 H
Bist du hinterm Tor? Du, ich hätte ihn wieder hingeschossen. Willst du den Ball hier behalten? Weil der rennt nicht so viel. Geh uns hier. Rücken, 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 r
Herzlichen Glückwunsch zum sehr verdienten Sieg des FC Mecklenburg Schwerin. 2:1 Sieg gegen den Rostocker FC. Allen wünsche ich ein ganz, ganz wunderschönes Wochenende. Ihr könnt aber gerne noch einen Augenblick hier bleiben. Gleich im Anschluss folgt die Pressekonferenz. Bleibt noch ein bisschen, hört noch mal ganz kurz, was wir zu sagen haben, beziehungsweise natürlich nicht wir, sondern die Trainer. Ja, das ist Fußball, das ist eine Emotion. Spiel dauert 90 Minuten, auch in Schwerin. Ronny, deinen Jungs, herzlichen Glückwunsch. Den Christen machen natürlich ihren Jungs natürlich genauso. Aber natürlich, Punkte bleiben in Schwerin, darüber freuen wir uns. Weiterhin ungeschlagen. Freuen uns natürlich, dass 3 Punkte in Schwerin waren. Enorm wichtiges Spiel, Ronny, glaube ich, und der Kampf wurde nachher, glaube ich, auch belohnt. Kommen wir gleich zu. Ich würde erstmal unseren Gästetrainer, Herrn Christmacher, natürlich nicht nur herzlich begrüßen, sondern ihm auch die ersten Worte vielleicht einmal selber sagen lassen, wie er sein Team, seine Jungs eigentlich oder eingeschätzt hat. War heute ein sehr emotionales Spiel, das stimmt, das sehe ich auch. Wir haben heute gegen die stärkste Mannschaft der Verbandsliga gespielt, das war eindeutig zu sehen. Sehr, sehr gute individuelle Einzelspieler, die auf dem Platz stehen, bei Schwerin und nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch entsprechend auf der Bank. Die Qualität ist da. Ich denke, daran wollen wir uns auch nicht messen, sondern ich glaube schon, dass wir entsprechend eine Mannschaft derzeit formen und der dritte Tabellenplatz belegt es auch, dass wir damit sehr, sehr gut auf Kurs sind. Diese Niederlage ist letztendlich über 92 Minuten gesehen verdient. Du hast gerade gesagt, nach 90 Minuten sind die 3 Punkte hier geblieben. Das sehe ich ja nicht so. Nach 90 Minuten haben wir hier einen Remis erkämpft. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre sehr, sehr glücklich gewesen. Hätte ich gerne mitgenommen, gar keine Frage. Ich glaube, ihr braucht die Punkte dringender als wir. Viel Spaß bei der Aufholjagd und alles Gute. Thank you.
Ja, hallo erstmal an alle Zuschauer, die heute den Weg wieder hierher gefunden haben. Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ich denke, als allererstes möchte ich erstmal ein Riesenkompliment nicht nur an das Team machen, sondern auch an mein Trainerteam. Weil ich glaube, es war ganz wichtig, da mal die Woche aufzuarbeiten. Und ich denke, das haben wir mit vielen Einzelgesprächen und natürlich auch intensiven Trainingen gut hinbekommen. Der gestrige Trainer hat zwar gesagt, dass er die beste Mannschaft der Verbandsliga gesehen hat und sehr die vom Potenzial auf. Das ist sicherlich teilweise so. Man hat schon gesehen, dass wir gerade in den letzten zwei, drei Wochen noch ein paar personelle Probleme gehabt hatten, die wir, ich denke, auch gerade heute gut in den Griff gekriegt haben. Ich denke, gerade was wir erste Halbzeit gespielt haben, das sah sehr ansehnlich aus. Es fehlt leider momentan das Kleinchen Glück, um diese sehr guten, herausgespielten Chancen einfach ein Tor umzumünzen, weil ich glaube, dann kann man an, ich sag mal, zur Halbzeit schon mit 2-1, 3-1, vielleicht sogar mit 4-1 führen. Haben sie ja leider nicht hinbekommen, sind trotzdem geduldig geblieben. Haben darauf gewartet, haben natürlich, ich sag mal, auch in der zweiten Halbzeit noch zwei gute Möglichkeiten, die wir leider nicht reinmachen. Haben aber gesagt, naja, wir müssen geduldig bleiben. Die rote Karte, ich will sagen, na, es ist einfacher, aus meiner Sicht ist es schwer. Der Gegner zieht sich noch weiter nach hinten. Weniger Rolle, die wir erste Halbzeit hatten, hatten wir zwei Halbzeiten her nicht mehr. Wie gesagt, wir haben dran geglaubt, haben nachgesetzt und ja, am Ende sicherlich dann auch durch einen richtig schönen Treffer von Schnappi wohl auf Verdi 2-1 gewonnen. Das, was uns sicherlich letzte Woche eindeutig gefehlt hat. Hoffe ich, dass wir natürlich das dann auch mit in die nächsten Partien nehmen können, weil ich denke, wir haben richtig wichtige Spiele und ich denke, das gibt der Mannschaft natürlich auch Auftrieb, so einen 2-1-Sieg in den Last Minute. Vielen Dank.